Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Delicious Emily's, Emily's Home Sweet Home. So, diesmal habe ich die Emily nicht vergessen. Level 37, sei vorbereitet. Habe nie null eines Produkts auf Lager. Nein! Warum? Glaubst du, die Denkmalschutzbehörde wird ihre Empfehlung gegenüber der Stadt zurückziehen? Schwer zu sagen. Aber Sharon wird es trotzdem abreißen lassen, wenn sie es nicht unter Denkmalschutz stellen. Du bist so ein Optimist. Dachboden, Dachboden. Diese Stufen sind verführerisch, nicht wahr? Warum kletterst du nicht hinauf und Mama geht gleich hinter dir her und passt auf? Okay. Du bist so ein großes Mädchen. Was das? Das ist ein Teleskop-Page. Da sieht man hindurch und sieht Sterne, die ganz weit weg sind. Nein. Das sind übrigens Sterne, Page. Page sieht Sterne? Naja, jetzt ist Tag, Schätzchen. Da sieht man keine Sterne. Page sieht Sterne. Wir können uns die Sterne heute Nacht ansehen, wenn du möchtest. Kleine Verwechslung der Stimmen, ihr Lieben. Aber egal. So, was war jetzt hier Masse? 350, okay. Und das war Trinkgelder, das nehme ich. Und dann kann ich mir schon nichts mehr leisten. Oh, war ja. Na dann, also ich darf nichts auf Null. Oh Gott. Wie soll ich denn das machen, ey? Bei dem, was wir hier vorbereiten können. Das ist ja der Wahnsinn. So, warte mal. Jetzt möchte sie erstmal das mit dem und eine Gießkanne und das noch da oben. Eieiei, so. Eins, zwei. Und die Pilze. Und die Suppe darf ich natürlich auch nicht vergessen. So, ja, Fräulein, ist ja gut, ey. Stresst du mich hier rum? Ich höre die Maus. Oh, im Ofen. Da ist die Maus, alles klar. Also warte, das und dann das mit dem. Ja, das kann ich gleich nachfüllen. Eieiei. So, warte, er möchte das mit dem und die Bohnen, okay. Melonen holen. So, Vogelhäuschen, Vase für sie. Mache ich direkt mal hier nach. So, das brauche ich. Die Vase brauche ich. Das Schaukelpferd, okay. Ja, kann ich direkt das Schaukelpferd schon wieder nachmachen. Tuff-Tuff! Ah! Tuff-Tuff! Ist ja süß. Warte mal, ich hole erstmal gerade Himbeeren. Ja, ja. Dann brauche ich zweimal das und den Kuchen mit den Himbeeren. Okay. Kann ich hier nochmal Pilze auffüllen vielleicht? Oh, nee, macht sie nicht. Schade eigentlich. Na gut, dann bringe ich euch das mal schnell darüber. Ach, jetzt hätte ich... Ja, die Bohnen und die Gießkanne hätte ich ihr jetzt noch geben können. Aber okay. Habe ich vermasselt. Na gut, na gut. So, einmal aufräumen. So, dann brauchen wir das mit Himbeere und eine Gießkanne. Im Moment geht es noch. Also, warte. Getränk mit Himbeere und eine Vase. Okay. Himbeeren auffüllen. So, zweimal die Nüsse. Ich bin nur froh, dass dieses Obst hier hinten nicht erst nachwachsen muss. Cashew-Nüsse, okay. Dass das immer hier verfügbar liegt. Ich da einfach klicken kann. So, das und das. Und eine Suppe, okay. Dann mache ich direkt neue Suppe, genau. So, einmal da aufräumen bitte. Und was möchte der Herr? Hier eine Gießkanne. Nein, er möchte eine Vase und er möchte Melonenkuchen. Okay. Und du möchtest Himbeere und eine Suppe.
Da wird mal aufgeräumt. So, Dreier-Kombo. Mache ich hier hinten gerade noch mal was? Ah nein, da kann ich nur 5. Na gut. Okay, okay, dann eben nur 5. Ist ja in Ordnung. Okay, es läuft aber ganz gut mit meinem Vorrat hier. So, ich brauche den Kuchen, und eine einzelne Nuss. Na gut. So, einmal das brauche ich und eine Suppe und das nehme ich auch mit. Machen wir direkt das Schaukelpferd nach. Und hier wird auch aufgefüllt. Der erste Stern ist da, wunderbar. Na Lady, was willst du? Eine Gießkanne? Und ja, das war doof. Hätte ich die Quiche mal zuerst da oben reingemacht. So, da wird mal aufgeräumt. So, dann bekommst du die jetzt. Alles klärchen. So, dann brauche ich das. Und Melone für ihn. Wasser mit Gurke. Lecker, lecker. Oh, nee. Also, Wasser mit Gurke muss ich ja nun nicht unbedingt haben. So, Suppe auffüllen. Okay, einmal das und warte mal, das mit dem und die Quiche mit Pilzen. Okay. Na, komm, komm, komm. Werd fertig, alles klar. So, dann brauche ich das mit dem für dich. Da wird mal aufgefüllt, aufräumen. So, und kassieren, jawohl. So, dann brauche ich das und das. So, Lady, was möchtest du denn hier? Hm, habe ich mir gedacht. Hole ich mir das auch noch. Mache ich da noch eine Bringer-Kombo und eine Kassen-Kombo und überhaupt Kombo, Kombo, Kombo. Jawohl, sehr schön. Oh, das war leichter, als ich gedacht habe. Sehr gut. Was soll das bedeuten? Es tut mir leid, aber wir müssen weiterhin empfehlen, dieses Haus unter Denkmalschutz zu stellen. Wir können den Rest der Gesellschaft einfach nicht davon überzeugen, dass euer Vorschlag im besten Interesse von Geigensfleischer Andenken ist. Und letzten Endes ist der Schutz seines Andenkens unsere Aufgabe. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Page sieht Sterne. Wenn Papa seine Zähne geputzt hat, ist es sicherlich dunkel genug, um sich die Sterne anzusehen. Dann ist dieses Teleskop wenigstens zu einer Sache gut. Sie krabbelt da rum. Komm her, Page. Schau durch dieses Loch. Sterne, Mama, Sterne. 1, 2, 6, 4, 8. Leuchten am Himmel. Die Sterne sind ein faszinierender Anblick für Erwachsene. Für Kinder sind sie allerdings Magie. Die Kleine kann schon richtig gut zählen, oder? Also ich meine nur mal. So, die nächste Aufgabe. Es muss gerecht sein. Bediene einen Tisch, dann bediene den Tresen, dann bediene einen Tisch. Nein, ich will das nicht. So, was kaufe ich denn Hübsches? Ich weiß es auch nicht so genau. Geduld. Ja, da kaufe ich erstmal das hier. Oh Mann, ey. Einen Tisch, dann bediene den Tresen. Also muss ich auch mit dem Tisch anfangen, oder wie? Okay, ich werde erstmal hier gerade schnitzen. So, also, ich fange mit dem Tisch an. Okay. Also, Tisch, 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 Tisch für euch. So, dann den Tresen. Tresen. Du musst jetzt warten, mein Freund. Also, dann brauche ich das und das. Tisch, Tisch, Tisch. Tisch, Tisch, Tisch. So, für euch. Dann kommt der Tresen. Tresen. So, dann kommt Tisch. Tresen. 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 Tresen habe ich. Jetzt brauche ich Tischleute. Ich brauche Tischleute.
Fischleute brauche ich. Okay. Jetzt. Tisch. Okay, seins hätte ich natürlich schon vorbereiten können, ne? Naja, okay. Also, jetzt kommt hier der Tresen. Jetzt nehme ich das schon mal mit. Tisch muss ich jetzt machen. Tisch, Tisch, Tisch. Tisch, Tisch, Tisch. So, warte das mit dem. Dann bekommt er seins. Dann brauche ich wieder einen Tisch. Ich brauche einen Tisch. Tischkunden, bitte. So, warte, das packe ich schon mal ein. Und das packe ich schon mal ein. So, ihr wollt die Suppe und das mit dem. So, zum Tisch. Tisch, 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 Tisch. Und dann komme ich. Ja, mein Freund, ich komme doch zu dir. Bleib doch mal ganz ruhig. So. Jetzt brauche ich einen Tisch. Zweimal das. Da hoch. Das mit dem. So, zum Tresen. Tresen, Tresen, Tresen. Tresen. So, dann brauche ich das mit dem und das hier dahin. So, jetzt habe ich Tisch. So, jetzt kommt Tresen hier. So, Tresen war das letzte. Okay. Tresen war das letzte. Tresen war das letzte. Ich brauche einen Tisch. So, das, das, zweimal das. Tisch. Tresen. Jawohl. Jetzt brauche ich erstmal wieder Tischkunden. Tisch, 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 Tischkunden. Warte mal, dann mache ich das schon mal rein, hole das. Tischkunden. So, das und das. Tisch. Komm, mach hin, Emily. Tisch, Tisch, Tisch. So, Tresen. Okay, jetzt brauche ich das mit dem an den Tisch. Und das an den Tresen. Tresen war jetzt das letzte. Tresen war das letzte. So, warte, dann packe ich das schon mal ein. Ich muss aber an den Tisch. Tisch, 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 Tisch. So, das mit dem und die Suppe an den Tisch. Dahin. So, jetzt brauche ich wieder Tischkunden. Oh, ich habe schon. Aber ich bräuchte vielleicht doch Tischkunden. Ich traue dem Braten jetzt nicht. Der Haken ist zwar drin, aber ich mache jetzt einfach mal so weiter, ne? Also als nächstes hier die Tischkunden, bitte. So, warte, das hole ich. Warte. Zweimal Suppe, dahin. Dann zu ihr. Okay, und sie will die Bohnen. Aber ich bräuchte jetzt erst die Tischkunden rein, theoretisch, ne? Ich traue der Sache jetzt hier gerade nicht. Ich mache das so, ne? Erst Tischkunden. So, dahin, dann zu dir. Ja, ja, ja. So, jetzt brauche ich wieder Tischkunden. So, das nehme ich schon mal mit. Dahin, dann dahin, dann dahin. Aufräumen. Und jetzt habe ich es vergessen. Eigentlich bräuchte ich Tischkunden, ne? Ah, die überlegen sich jetzt. Okay, warte, das packe ich ein. Das mit dem packe ich schon mal ein. Dann warten wir auf die Tischkunden. Da wird aufgeräumt. Hier wird kassiert. So. Ja, keinen Fehler machen jetzt. So, du kannst auch gehen. Ach Mensch, schön, ey. Oh, wie viele Punkte ich drüber bin. Wow. Wow. So, kommt ihr beiden. Feierabend hier. Schicht im Schacht, aus die Maus. Laden hat geschlossen. Die wollen gar nicht gehen. Die finden es so schön hier. Ach, verstehe ich ja, ne? Ach, supi. Das hat gut geklappt. So, und Level 38. Rette die Verabredung. Bediene Mondblüte und Sonnenlotus. Okay. Von mir aus. So, Cashewnüsse, Gartenstiefel, Spargelsamen, Apfel. Ach, der liegt da. Tuff-Tuff. Wasser mit Gurke. Lecker, lecker. Karotten? Ach so, da. Oh mein Gott, ey. Was die hier alle wollen. Oh, hallo Emily. Alles in Ordnung? Nee, nicht direkt. Aber hey, ich will deinen großen Nachmittag nicht im Weg stehen. Ja, da war noch was.
Hey, Mondblüte, bist du bereit für unsere Verabredung? Da kannst du drauf wetten. Großartig. Was willst du unternehmen? Kino, Park, das Yoga-Studio? Wie wäre es, wenn wir einfach hier blieben? Ich meine, es gibt doch keinen schöneren Ort, habe ich recht? Naja, eigentlich habe ich gehofft, dass wir alleine etwas Zeit miteinander verbringen können. Aber natürlich, wir verhalten uns einfach wie eine ganz normale Kunden. Was meinst du, Emily? Ja, klar. Das ist ja ein tolles Date und Hemingway steht da im Weg rum. Okay, erstmal hier auffüllen. Was, wie oft soll ich die denn bedienen? Seid ihr denn verrückt? Okay. Ja, ja, ist klar, ey. Die wollen jetzt hier weiß der Geier was. Okay. Aber ich muss dann jetzt erstmal hier gleich schnitzen. So, mach ihn da. Ach so, das gilt dann für zwei Essen. Ja gut, das ist in Ordnung. So, ich brauche das und das. Ich brauche hier Apfel und ich brauche hier Melone. Ja, und du möchtest bezahlen, ne? Ja, ja, mein Freund. Mist, ey. Der kam gerade. Das ist ja doof gelaufen. Hätte ich doch eine schöne Kombo machen können. Naja. Aber da ist die Maus. Sehr schön. So, warte mal. Hier mache ich nochmal Tuff-Tuff nach. Kirschen. Aha. So, das und das brauche ich. Das mit dem Apfel und das mit dem. Dahin, dahin. Dann fülle ich mal Melonen gerade auf. So, einmal Tuff-Tuff. Und Gurkenwasser. Lecker, lecker. Alter, mit dem Gurkenwasser könntest du mich aber jetzt wirklich echt nicht hinterm Tisch hervorholen. Das muss ich ja mal sagen. So, zwei Vogelhotels für dich. Und er möchte malen. Alles klar. So, da oben die Schnitzarbeiten laufen. Sehr schön. So, ihr wollt Getränk und ihr wollt Suppe. Die könnte ich auch mal auffüllen, ne? So, da brauchen wir Möhrenquiche und das Wasser. Alles klar, das ist für euch. Ihr müsst aber noch ein bisschen mehr bestellen hier, ihr beiden. Warte. Gummistiefel. So. Das ist dann für euch. Zweimal Samen für dich. Jeder halbe Tag ist gleich um, Freunde. Bestellt mal bitte was. So, hier wird aufgeräumt. So, warte. Könnt ihr schon mal gehen? Und hier brauche ich Apfel. Okay, warte. Das und Gurkenwasser für euch. Muss mal Apfel auffüllen. So, ich brauche das, das mit dem und die Nüsse und die Farbe. Okay. Alles klar. Ja gut, die Hälfte habe ich ungefähr. Der halbe Tag ist jetzt um. Also das sollte doch funktionieren hier mit den beiden. Hier, mach mal Tuff-Tuff. Und was möchtest du hier unten? Du möchtest Melone und... warum habe ich denn jetzt das Tuff-Tuff nicht mitgenommen? Arg! So, warte hier hin. Bezahlen. Zweimal Suppe für die beiden. Dann brauche ich die Möhren. Ich brauche das Tuff-Tuff. Tuff-Tuff! So, das für dich? Ja, ja. Nur keinen Stress hier unten an der Kasse, bitte. Es sind alle so geil, da drauf hier zu bezahlen, ey. Ist ja nicht zu fassen. So, hier machen wir mal Tuff-Tuff nach. Hier fülle ich mal die Möbel auf. Die Möbel fülle ich auf. Die Möhren, mein Gott. Nicht die Möbel. Eieiei. Hier fülle ich mal die Möbel auf. Ja, ja. So, das und Gurkenwasser für dich. Einmal Farbe nach da oben. Und François, räum bitte auf. Ich habe die falschen Nüsse genommen. Kann das sein? Ja. Naja, blöd gelaufen. So, das kommt weg. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Einmal auffüllen. Und dann brauche ich Vase und den Samen. Okay. Und Suppe. Die Suppe geht zur Neige. Das geht ja gar nicht. Mann, Mann, Mann. So, warte. Die Quiche wollt ihr und das wollt ihr. Irgendwie sehen meine Punkte gar nicht gut aus gerade. Kann das sein?
So, warte, das und das brauche ich. Die Nüsse brauche ich. Meine Punkte sehen echt nicht gut aus. Warum? Ich mache doch schon so gut ich kann. Oh, Menü. Noch nicht mal den ersten Stern. Eieiei. So, zweimal das. Einmal Gurkenwasser. Einmal Apfel. Und das Malerding nehmen wir auch noch mit. Aber die müssen jetzt nur noch einmal bestellen. Dann haben wir das. Eventuell gibt es ein paar Punkte dafür. So, ihr wollt die Suppe und ihr wollt Himbeere. Alles klar. So, sehr schön. Okay. Oh, 350. Jawohl. Das hat sich gelohnt. Okay. Dann hoffe ich doch, kriegen wir das hier hin. So, ein Tuff-Tuff und einmal Melone für dich. Was möchtest du, mein Freund? Entscheid dich. Möchtest du das und das? Wovon gebe ich dir? So, könnt ihr beide schon mal gehen. Und Gummistiefel, Cashews für dich. Aufräumen da. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich hatte schon Angst. Eieiei. Hatte ich die Maus? Ich glaube schon, ne? Also, das mit dem und die Vase für dich. Alles klar. Und tschüss. Aber Hemingway war doch eigentlich ganz lieb, ne? Stand da nur rum, hat dumm gegrinst. Das war, naja. Hat es Spaß gemacht? War es romantisch oder sogar groovy? War es etwas ganz Besonderes? Anders. Es war etwas völlig anderes. Ach, herrje, ey. Ich weiß nicht, Patrick. Vielleicht bringt uns dieser Denkmalschutz einige Vorteile. Sharon könnte das Haus nicht abreißen, wenn es geschützt ist. Wenn das Haus unter Denkmalschutz steht, kann man es nicht zerstören, das stimmt. Aber selbst wenn wir es irgendwie schaffen, einzuziehen, könnten wir nichts renovieren oder anders gestalten, egal wie sich unsere Familie auch in Zukunft entwickelt. Es wäre so, als würden wir in einem Museum leben. Ich hab's. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der deiner Meinung ist, Patrick. Jemanden, dem die Denkmalschutzbehörde von Snuggford Hills Gehör schenken wird. Ja, wen denn? Ei, wen denn, Emily? Sag mal. Kirschen. Sehr schön. Ja, ich bin gespannt, was Emily da jetzt für eine tolle Idee hat. Wir gucken aber gerade mal hier oben. Es blinkt ja wie verrückt. Es möchte, dass ich hier gucke. Warte mal, hier unten kann ich doch. Da ist irgendwas. Ich habe es zwar nicht im Bild, aber ich kann es kaufen. Hundekorb. Alles klar, den nehme ich mit. Ich habe noch einen Diamanten. Ich glaube, damit werde ich nicht glücklich, oder? Werde ich hier mit einem Diamanten glücklich? Doch hier. Da werde ich glücklich. Wohlriechende Blumen. Na, dann nehme ich die doch mit. Okay, also hier den unteren Bereich haben wir schon fast so gut wie, ne? Okay, ihr Lieben, ich bin neugierig, wen Emily da jetzt aufgetan hat und wie wir das hier geregelt kriegen mit der Hütte. Und ich hoffe, ihr auch. Und vor allen Dingen hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und bis dahin, eure Trin.